Beim Fasten spricht jeder immer nur die Nahrung an. Dabei ist ja das Essentielle das Trinken, denn wir verzichten ja komplett auf Nahrung und können somit nur Flüssigkeit zu uns nehmen. Und da es sowieso ganz vielen Menschen auf dieser Welt schwerfällt, genug zu trinken und es genau beim Fasten auf das ankommt, genug zu trinken, möchte ich euch heute eine Alternative vorstellen zum langweiligen normalen Wasser, was man zwischendurch einfach mal trinken kann, ohne schlechtes Gewissen, ohne Zuckerzusatz, ohne dass dein Blutzuckerspiegel ansteigt und ohne dass du jegliche Art von Kalorien zu dir nimmst. Dieses Produkt, was ich euch heute vorstelle, animiert euch nicht nur genug zu trinken, sondern versorgt euch auch gleichzeitig mit wertvollen Frucht- und Pflanzenextrakten. Und wie ihr im Titel bestimmt schon gelesen habt, möchte ich euch heute einmal Waterdrop vorstellen. Bevor das Video jetzt so richtig startet, wollte ich am Anfang einmal klarstellen, dass alles, was ich euch in diesem Video sage und besonders mein Fazit am Ende, meine ganz persönliche Meinung und Einschätzung ist. Viele von euch wissen ja bereits, dass ich faste und meine Tipps und Tricks auf diesem Kanal mit euch teile. Und wenn wir fasten, dann sind wirklich nur schwarzer Kaffee, ungesüßter Tee und Wasser erlaubt. Alles andere fällt komplett raus. Und da mir nur Wasser irgendwann einfach zu langweilig war, auch wenn ich dort einfach ein bisschen Gemüse reingeschnippelt habe, musste ich das Gemüse am Ende ja auch wegschmeißen, weil ich es nicht essen darf an Fastentagen. Und das fand ich wirklich sehr schade. Deswegen habe ich etwas recherchiert und bin ganz schnell auf Waterdrop gestoßen. Ich könnte mir vorstellen, dass für viele von euch dieser Name auch schon ein Begriff ist. Die Gründer waren zum Beispiel 2018 in der Höhle der Löwen und haben auch einen Deal ergattert. Außerdem wird mir bei Facebook und Instagram immer regelmäßig Waterdrop-Werbung angezeigt. Ich habe bei Waterdrop einfach mal ganz unverbindlich angefragt und die waren so lieb und haben mir tatsächlich ein Probierpaket zusammengestellt. Dieses Paket besteht einmal aus diesem Informationsflyer, aber zu den Sorten und alles andere werde ich euch später noch was erzählen. Dann haben wir hier einmal 4 Sorten, auf die ich später auch näher eingehen werde. Und diese wunderschöne Verpackung mit natürlich der Waterdrop-Flasche dabei. Was hat es jetzt also mit Waterdrop genau auf sich? Waterdrop, das bezeichnet diese ganz kleinen zuckerfreien Würfelchen. Diese befruchten dein Wasser, wie die Firma immer so schön sagt. Das bedeutet einfach, dass dein normales Leitungswasser einfach mit hochwertig ausgesuchten Frucht- und Pflanzenextrakten angereichert wird. Welche Frucht- und Pflanzenextrakte das jetzt im Einzelnen sind, da werde ich später nochmal drauf eingehen, wenn ich euch die verschiedenen Sorten vorstelle. Waterdrop ist also eine wundervolle Alternative zu ungesunden und gesüßten Getränken in der Plastikflasche. So, was war jetzt alles genau in meinem Probierpaket dabei? Als allererstes wurde ich sogar gefragt, welche Flasche ich mir denn aussuchen möchte und ich habe mich für die Fokus-Variante entschieden. Also alle Flaschen kommen in dem gleichen illustrierten Design wie die Sorten und ich habe mich hier für das grüne Fokus-Design entschieden, weil ich einfach die Kombination aus dem Bambusdeckel und diesem Grün einfach total schön und natürlich fand. Bitte verzeiht mir die Wasserflecken, ich habe die natürlich benutzt und sie ist auch gerade in Benutzung. Besonders an Tagen, wo ich faste, kommt sie wirklich ganz häufig zum Einsatz. Also die Flasche ist wirklich sehr hochwertig gearbeitet und fasst so circa 600 Milliliter. Wie ich eben schon erwähnt hatte, findet ihr das Design der Flaschen auch auf den Sorten wieder und könnt euch das Ganze mal auch auf der Homepage anschauen. Dort habt ihr auch die Möglichkeit, neben den Glasflaschen euch noch für Flaschen aus Edelstahl zu entscheiden. Die gibt es dort auch komplett in matt oder auch in Holzoptik. Die finde ich wirklich auch richtig schön und minimalistisch. Ich habe mich jetzt allerdings für die Glasflasche entschieden, weil ich jetzt beim ersten Mal einfach schauen wollte, wie lösen sich diese Würfelchen darin auf. Ich war einfach neugierig und wollte mir das Ganze einfach genauer anschauen. Und wie ihr eben schon beim Auspacken der Flasche gesehen habt, gibt es auch einen Beutel dabei, also einen Transportbeutel, der auch wirklich sehr hochwertig verarbeitet ist, auch wieder passend zum ausgesuchten Design, in meinem Fall halt wieder das grüne Design, mit einem Henkel dran, dass ihr den, weiß ich nicht, am Rucksack befestigen könnt oder auch einfach super tragen könnt. Ganz unten das kleine Loch hier am Boden, das soll euch gar nicht stören. Ich habe nochmal auf der Homepage nachgeschaut. Das ist einfach dafür da, dass die Flasche noch besser in diesen Beutel reinpasst und auch schneller und sich einfacher rausnehmen lässt. Ich muss sagen, ich finde es super, dass dieser Beutel jetzt dabei war. Ich hatte nämlich schon ganz oft das Glück, dass ich eine wunderschöne Trinkflasche hatte und die mir dann doch runtergefallen ist und dann war sie natürlich kaputt. Und
Natürlich muss ich die Flasche auch in diesen Beutel tun, damit ihr nichts passiert. Aber ich habe schon mal die Möglichkeit und das finde ich wirklich klasse. Ich möchte ja auch lange was von meiner Waterdrop-Flasche haben. Kommen wir zum Aussehen und Verpackung der Sorten und dann gehe ich auch noch auf die einzelnen Geschmacksrichtungen ein. Die verschiedenen Sorten bekommt ihr in diesen wunderschönen Verpackungen, die ganz hochwertig verarbeitet sind und die sich auch ganz einfach öffnen lassen. Und darin findet ihr immer 12 Waterdrops. Die sind alle einzeln verpackt, da Waterdrop auf jegliche Art von Konservierungsstoffen verzichten möchte. Jetzt sagt der eine bestimmt, alles schön und gut, Romina, aber das ist ja ganz schön viel Müll, oder? Also erstmal muss ich sagen, dass die Verpackung der Waterdrops wirklich auf das Minimalste reduziert wurde. Ich habe zum Vergleich einfach mal ein 5-Cent-Stück daneben gelegt. Ihr seht, die sind wirklich winzig. An diesen Verpackungen ist kein Schnickschnack und oft werden so kleine Tabletten, sage ich jetzt mal, in so große Blister gepackt und das ist hier auch überhaupt nicht der Fall. Außerdem ist das Würfelchen umweltschonend und in recyceltem PET verpackt. Waterdrop stellt wie alle anderen Getränke mit Geschmack einfach eine Abwechslung zum normalen Wasser. Und natürlich sollte Wasser, das normale Leitungswasser oder auch Mineralwasser, ganz oben bei euch auf erster Stelle stehen. Wenn man das Ganze jetzt allerdings mit einem herkömmlich abgefüllten Getränk aus dem Supermarkt vergleicht, dann werden wirklich 97% an Kunststoff eingespart. So, jetzt kommen wir endlich zu den Geschmacksrichtungen und ich würde sagen, wir schauen uns die Sorten mal im Einzelnen an. Ich werde euch genau sagen, welche Frucht- und Pflanzenextrakte enthalten sind. Und auf einen Frucht- oder Pflanzenextrakt der verschiedenen Sorten werde ich genauer eingehen, weil die vielleicht nicht ganz so geläufig sind und so wisst ihr auch einmal, wofür die gut sind und was sie für euren Körper tun. Da haben wir einmal die Sorte Boost, die ist mit Johannisbeere, Holunderblüte und Acai. Und Acai ist besonders reich an Antioxidantien. Dadurch bekommt ihr eine tolle Haut, der Stoffwechsel wird angekurbelt und Acai wirkt appetithemmend. Und das kommt einem ja gerade recht, wenn man gerade fastet und so ein kleines Hungerloch verspürt. Als nächstes kommen wir zu der Sorte Youth. Dort ist einmal Pfirsich, Ingwer, Ginsee und Löwenzahn drin. Und bei Ginsee ist es so, dass es die Herz- und Nierenfunktion stärkt. Jetzt kommen wir zu der Sorte Fokus. Darin befindet sich Limette, Baobab und Acerola. Das ist die Frucht vom Affenbrotbaum und Acerola hat einen hohen Vitamin-C-Gehalt sowie Calcium, Eisen und auch einen hohen Ballaststoffanteil. Und zu der letzten Sorte aus dem Probierpaket, das ist einmal Defense, bestehend aus Cranberry, Hagebutte und Moringa. Und Moringa unterstützt den Sauerstofftransport, ist also gut für unsere Konzentrationsfähigkeit. Dann gibt es noch drei weitere Sorten, die waren jetzt in meinem Probierpaket nicht enthalten. Bei denen werde ich euch jetzt jeweils die drei Inhalte einfach nennen. Dann haben wir einmal Clean. Da sind drin Kräuter, Wacholderbeere und Brennnessel. Dann gibt es noch Glow. Die hätte ich ja richtig gerne im Probierpaket gehabt, muss ich sagen. Hört sich sehr lecker an. Mango, Kaktusfeige und Artischocke. Und abends fürs Sofa passend die Sorte Relax. Mit Hibiskus, Aronia und Acerola. Meine Lieblingssorte ist wirklich passend zu der Flasche, die Sorte Focus, das war die mit Limette, Baobab und Acerola, weil ich die wirklich sehr erfrischend finde. Ich mag eigentlich nicht so stark den Limettengeschmack im Wasser, aber der ist wirklich nur ganz leicht zu schmecken und das gefällt mir richtig gut. Deswegen denke ich, wird das die Sorte sein, die als erstes leer ist. Am Ende möchte ich euch natürlich noch mein persönliches Fazit sagen. Also ich muss sagen, Waterdrop ist für mich eine tolle Alternative und Abwechslung zum normalen Wasser. Ich finde, es ist eine tolle Möglichkeit, gerade an Fastentagen etwas trinken zu können, ohne dass man sich Gedanken über Kalorien oder Zucker machen muss. Man trinkt etwas mit Geschmack, es ist nicht so langweilig und on top kommt noch der große Pluspunkt, dass man auch an einem Tag, wo man wirklich nur trinkt, die Möglichkeit hat, verschiedenste hochkonzentrierte Vitamine in sich aufzunehmen. Wenn ich mir so ein Glas fertig gemacht habe und das getrunken habe, dann fühle ich mich wirklich richtig gut. Ich meine, ich habe auch 600 Milliliter einfach getrunken. Ich finde, man sieht das auch wirklich so vor sich, wie viel man wirklich über den Tag verteilt getrunken hat. Ich muss auch wirklich sagen, Waterdrop hat mich durch die verschiedenen Sorten wirklich animiert, mehr zu trinken. Natürlich wollte ich am Anfang alle ausprobieren.
Man sollte auch schauen, dass man die Würfelchen wirklich in den mitgebrachten Flaschen auflöst. So weiß man, man hat den richtigen, ja, das richtige Verhältnis einfach. Dort passen einfach 600 Milliliter rein und das schmeckt auch wirklich am besten. Wenn ich mir Wasser zubereitet habe mit diesen Sorten, dann fühle ich mich wirklich sehr gesättigt, natürlich durch das Volumen des Wassers. Aber ich fühle mich auch wirklich richtig gut durch diese verschiedenen Inhaltsstoffe, die dabei sind. Ich weiß, ich tue meinem Körper damit etwas Gutes. Er ist ausreichend mit Flüssigkeit versorgt und bekommt noch den Bonus durch diese verschiedenen Frucht- und Pflanzenextrakte. So, es ist wirklich eine schöne Abwechslung zum normalen, langweiligen Wasser. Aber auch so muss ich sagen, möchte ich Waterdrop nicht mehr missen an meinen Fastentagen und werde es weiterhin regelmäßig einsetzen. Schreibt es mir mal bitte in die Kommentare. Habt ihr schon Waterdrop ausprobiert? Habt ihr es vor, euch zuzulegen? Schreibt es mir gerne unten rein und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao!